Hallo und willkommen zurück bei Summonguide. Hier ist die und der Elran. Hallo. Und ja, wir werden jetzt die nächste Runde starten. Ich habe vorhin ein neues Monster bekommen. Das werden wir uns jetzt kurz anschauen. Und zwar ist das die Vera. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich denke mal... Ne, sicher richtig. Du hast sie schon, der Elran hat sie schon. Ich habe sie gestern bekommen durch Daily Login, glaube ich sogar. Genau, irgendwie am dritten oder vierten Tag beim Einloggen bekommt man die. Und ja, ich habe sie jetzt bekommen, weiß aber nicht, wie sie sich spielt und deswegen nehme ich sie gleich mal mit. Also ich hoffe es natürlich, dass das klappt. Diese Garantie hat man ja nie. Aber wir werden doch mal ein normales 5 gegen 5 Turnier starten, also so wie gestern. Ich werde den Elran jetzt mal einladen. Jo. So, man sieht es heute wieder auf meinem Bildschirm, also von meiner Sicht her. Also nicht heute, einfach in diesem Video. Das nächste dann wahrscheinlich wieder vom Elran. Mal gucken. So, und jetzt sind wir da in der Warteschlaufe. Und ja, das geht doch eigentlich recht schnell. Geht ziemlich fix. Ja, so, nicht schlecht. Kannst schon aussuchen vom Charakter. Okay, wo ist sie? Nee, das ist die falsche. So, ich nehme heute mal... Wer ist das denn? Wow. Alter. Hast du die schon mal gesehen? Mina? Ja, die ist heute free, oder? Ich glaube es, ja. Ja, ist free heute. Ja. Ganz krass. Was machen die? Okay. Okay. Die sind immer so schlecht. Ich glaube, ich nehme mal die hier. Nimmst du die Mina, dann habe ich die Vera und du die Mina. Dann gehen wir heute mal auf die weiblichen Charakter oder mit den weiblichen Charakter. Mal gucken, ja, komm, ich was die. Passiert. Das geht schon. Okay, was haben wir als Gegner? Als Gegner sehe ich da mal die Krixi, die ist natürlich ziemlich fies. Also ich hoffe mal... Ist ein schönes Team, was die Gegner so haben. Ja, Lubu, Dio-chan, Krixi, das könnte lustig werden. Mhm. Okay, wir haben auch eine Krixi, sehe ich gerade, mit dabei im Team. Wo? Ah, da. Unten links. Ich gesehen. Von Bananen. Bananen? Bananen, ja. Love Never Dies ist auch dabei. Na, ja, das ist doch schön. Bananen und Love und Baba Shrimps ist auch dabei bei den Gegnern. Ah ja, schon. Und Ed haben wir auch. Stern Ed. Yeah. Naja, okay. So, wer braucht noch? Alle. Die Krixi von dem Gegner-Team. Aber ist gleich soweit. Schätze ich jetzt mal. Ich hoffe es doch. Dann kann es nämlich losgehen. Und ich kann mich noch ein bisschen umschauen, yeah, was das so ist. Genau, okay. Ich nehme jetzt mal kurz. Ich nehme mal den. Die Recommended. Die Boots. Ist die Tank? Sieht so aus. Ich glaube, ich spiele einen Tank. Spielst du einen Tank? Ich glaube es. Ja, auch gut. Ja, du gehst nach unten, dann gehe ich nach oben. Okay, machen wir so. Ja, haben schon beide nach Assist verlangt. Aber in der Mitte, könnte der eine gerade ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Sollte ich mal hochgehen? Nee, bleib lieber unten. Stimmt, aber das sind zwei Gegner in der Mitte. Der in der Mitte ist Range, der hat kein Problem. Oder sollte kein Problem haben, wenn er richtig spielt. Ja, hier unten ist auch einer. Mal gucken. Ach so, die Vera ist also auch Range. Finde ich eigentlich nice. So, ein bisschen Minions fahren. Ich spiele mit den Bananen zusammen im Moment. Ich bin mit Butun. Der heißt so. Naja, warum nicht? Okay. Okay, ich kann die zweite Deck freischalten. Gucken. Ja, ich auch. Super. Mal ein bisschen Minions farmen. So, der in der Mitte zieht sich ein bisschen zurück, wie es aussieht. Aber unten ist irgendwie auch nicht gut, wenn ich jetzt da einfach weggehen würde. Nee, bleib du unten, ist besser. Ich bleib auch oben. Come on. Wo bist du oben, Toplane? Ja. Oh, nicht der Tower. Aber nicht geht der Tower. Da geht schon ein bisschen oben. So, ich habe da ein bisschen Angst vor. Ja. So, einer hat gelieft oben, der geht jetzt in die Mitte. Wie gelieft? Also, mein Mitspieler oben, der hat sich jetzt von mir verabschiedet, der geht jetzt in die Mitte helfen. Also nicht gelieft wie letztens? Nee, nicht gelieft. Also nicht komplett gelieft. Nicht schon wieder. Das wäre ein bisschen schade, das Spiel. Gehen wir auf den Tower? Nee, jetzt hat er mich getroffen da. Okay.
GEMA. Nee, ich bleib unten. Bleib du unten. Bist du in der Mitte? Ich bin oben immer noch. Ich bleibe auch oben. Okay, aber jetzt sind zwei von uns in der Mitte. Das ist nicht schlecht. Okay, und ich bekomme ein bisschen Damage. So. Welches Level bist du? 3. 3, okay. So, ja, jetzt haben die Bananen den First Kill geholt. Was ist das hier eigentlich? Oh Mann. Nee. Gegnerteam hat den Kill geholt. Okay, jetzt bin ich gestorben. Ah, du bist tot? Gehen wir mal auf Laran. Nee, das ist nicht gut. So, wie sieht's aus bei dir? Hast du schon einen Kill? Nee, ich habe auch noch keinen Assist, gar nichts, denn die da oben ist. Okay, ich bin wieder drin. Nicht so schlecht. Und ich gehe mal in. Jetzt gehe ich aber mal kurz in die Mitte. Ich denke mal, da könnten es ein bisschen Unterstützung gebrauchen. So wie es ausschaut. Oh, in der Mitte geht's los. Geht's ab, wirklich. Hier sind sie am Tower. Ja, ich komme auch gleich in die Mitte. Ich möchte ja nicht bloß nicht gut. Ah, da kommt einer nach oben. Nee. Los, ich bin festgefroren. Okay. Verdammt, bin gestorben. Bist du gestorben? Ja, da kam einer nach oben und der in der Mitte hat nichts gesagt oder nichts angemerkt. Nö, no. Frozen. Plötzlich waren es aber zwei. Mitten ins Gesicht, wirklich mitten ins Gesicht. So, und jetzt muss ich mal... Oh, nee, Alter, kann es nicht sein. Schon wieder tot. Ich frage mich, warum ich eigentlich einen Tank spiele. Naja, das weiß ich auch nicht. Ich bin nicht allzu gut mit Tanks, ich bin wirklich besser ein Mage. Ich dachte, die ist so ein bisschen so ein Nahkämpfer mit mehr Damage. Aber ja, dafür spiele ich Mage, aber ich bin nicht gut mit Mages, wie man im Moment sieht. Ja, ich gehe da unten mal kurz helfen. Naja, hi. Ja, hier ist ein bisschen was los. Ja, komm, okay. Banane. Mach Damage. So, ich komme da auch mal rein. So. Nee. Ich muss weg hier. Ich sterb sonst. Ja, ich auch. Nee, komm näher. Was ist los mit denen? Alter. Keine Chance, wirklich keine Chance. Ja, geh nicht. Ich hab gehofft, dass du ein bisschen näher kommst, dass ich ihn noch in den Tower ziehen kann. Hat aber nicht so geklappt. Die sind aber auch wirklich fies, dieser Gegner. Die stunnen einen von extrem weit weg und du kannst nichts mehr machen und bist schon tot. Nö, cool. Ja, das ist das Spiel hier. Du bist wo? Moment. Ich bin tot. Du jetzt bist bin tot. Ich in der Base okay. Aufgewacht. So, ich geh mal in die Mitte. Wieder mal. Ich sterbe einfach gerne, weißt du? Das ist aber nicht gut. Ding. Gut, die Gegner sind jetzt schon gefeedet. Die haben 10 Kills und wir haben gerade mal 2. Okay, das ist nicht gut. Okay, jetzt mal rein hier. Die müssen weg. Sterben. So, das war zwar nicht mein Kill, aber wenigstens ist mal einer weg von den Gegnern. Ist hier noch wer? Ja. Ja, da oben. Willst du mich mal kurz? Ja, natürlich. Natürlich. Sehr schön. Und weg ist er. Das war meiner sogar. Ja. Nicht schlecht. Gut, ich hole mir jetzt, glaube ich, auch ein paar Damage-Deal-Items. Dass ich einfach mal ein bisschen mehr Damage drücken kann. Ich mache 0 Damage, wirklich 0. Ja, das ist nicht so gut. So, ich gehe mal nach oben kurz. Gucken, wie es da so ausschaut. Nicht so gut. Da wird der Tower ein bisschen gehittet. Unser Tower wird angegriffen. Nicht gut. Mal gucken. Geht schon, also ich bin unten clearen. Okay. Da war einer am Tower. Siehst du ja, der Tower hat fast kein Leben mehr. Nee. Ich bin hier oben der Tower am safen. Top Lane. Ist gut, ich bin in der Mitte. Bisschen helfen. Was war denn das jetzt? Komm. Du, aber in der Mitte geht's ab, wa? Ja. Soll ich mal runterkommen wissen? Oder? Nee, passt schon. Wir sind hier auch zu zweit. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nee. Ich hab's überlebt. Wie Alter. Geil. Mann, hatte ich Glück. So, ich bin gestorben zum vierten. Sehr nice.
Ich bin fast gestorben. Aber wie ging das? Die hat mich durch den Tower verfolgt und hat mich getötet. Wie geht das? Die wurde irgendwie viermal von dem Tower getroffen, aber hat sie überlebt. Ja, ich habe gemerkt, in diesem Spiel ist, wenn du schon Level 5 oder so bist, kannst du unter den Tower ganken gehen. Ich weiß nicht warum, aber naja, ist vielleicht zur Spielbeschleunigung. Naja, okay. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Da kann sich schon noch was ändern. Ja, ja, das auf jeden Fall. Sofern wir nicht unbedingt gerade alle aus dem gegnerischen Team feeden werden. Und die haben jetzt schon 15 Kills und das ist nicht gerade wenig, das ist viel. Das ist ziemlich viel. Also eigentlich am besten gar nicht mehr sterben jetzt. Ja, super. Gefrost. Ja, super. Ja, ich komm gleich. Ja, ich bin ja schon weg. Achtung, jetzt. Ja, jetzt bin ich gefrost. Gefreezed. Ich muss weg, ne? Ja, komm mal ein bisschen nach hinten. Gestunt. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen am Busch machen. Das. Ey. Nee, Alter, wie geht das? Wie konnte der dodgen? Ich hatte den perfekt im Visier. Nicht schon wieder, okay. Nee, ich muss zurück. Jo, ich muss einfach nicht zurück. Und ich brauche Attack-Items. Ich gehe am besten gleich zu Fuß, weil ja. Geht ein bisschen schneller als der Recall jetzt. So, neues Item wenigstens. Ja, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen aufladen. Und ja, sie sind eigentlich schon ziemlich weit bei der Base von uns. Ja, wir hatten auch fast keine Towers von denen. Und wenn ich da mal so gucke, der eine hat schon 6-0 und der andere 6-1. Also wird schon mega schwierig werden, das noch zu schaffen irgendwie. Naja, mal gucken, was noch passiert. Gibt ja alles. So, mal rein hier. Ja, ich bin gestorben. Kannst du nichts mehr machen. Ja. Bist du weg? Okay. Die hatte ich. 100 Pro, ja. Aber wie geht das, Alter? Das kannst du die nicht ist gefeedet. Sein, wirklich. Alter, die ist gefeedet. Die hat jetzt schon 11 Kills. Mit 11 Kills hast du verdammt gute Items. Da kannst du einpacken. Ich habe 0 Kills. Dafür 5 okay. Assist-Punkte. Sehr nice. Bist du tot? Ja. Jetzt bin ich wieder lebendig. Okay, du gehst auf die Top-Lane. Ich gehe Mitte. Mid-Lane. Da kommt nämlich jemand Mitte. Okay, ich komme auch gleich. Ich muss mal kurz Boost aktivieren. Komm, den will ich haben. Naja gut, ich habe so das Gefühl, das liegt natürlich auch noch ein bisschen daran, dass wir jetzt gleich beide ein Monster, einen Held spielen, den wir noch nicht gespielt haben. Das heißt, zum ersten Mal spielen wir den Held jetzt. Das kann es natürlich auch noch ein bisschen beeinflussen. Und nee, jetzt kommt die schon wieder. Alter! So, ich hatte ihn. Super. Ich bin sogar am Leben. Ach du meine Güte. Ich muss hier weg. Die hat mich gerade fast gewone-hitted. Ja, ich werde jetzt gleich getötet. Eindeutig. Und? Bist du schon weg? Noch nicht, aber gleich. Boah. Ich hab's überlebt, Alter. Wie bei mir, Alter. Wie bei mir, wirklich. Genau gleich. Boah. Mit einem Strich Leben. Ah, Alter. Solche Spiele, die machen einen nervös. Ja, wirklich. Nee, aber das geht ja. Das müssen wir da ein bisschen. Jawohl, habe ich jetzt einen Buff. Ja, komm mal Mitte. Da kommen jetzt nämlich irgendwie 2-3 Leute mit. Achtung, ich komm. Bin weg. Hä? Du hast Hab ich die gekillt? Achtung! Okay, nicht schlecht. Ja. Bisschen reinbashen. Nee, und jetzt bin ich weg. Sterbe. Alter, was ist denn los hier? Das waren gleich Alter. Irgendwie aus dem Nichts sind da 4 Gegner. Nee, da waren 3 schon auf der Mittellane, hab ich dir ja gesagt. Und als du von der einen fast gehittet wurdest, kamen alle 3 von der Mitte runter. Nice. Sehr nice. Okay, ein Tower von uns ist weg. Jetzt kommen sie ein bisschen näher an die Base ran. Aber die hat noch alle live, oder? Ja. So, der Elran, was macht ihr? Ja, nee, das ist gar nicht der Elran, das ist die. Den Bananen gucke ich hier zu. Es wäre schön, wenn da jemand oben clearen würde. So, jetzt bin ich wieder drin. Tower. Oben meinst du? Top ja. Ja, ich gehe da mal kurz. Das Team guckt. Ein bisschen mitwirken.
Das Team guckt wieder mal nicht. Das ist super. So. Was haben wir hier? Ach du Scheiße. Nee, komm. Ich muss mir die Bilanz gar nicht angucken von den anderen Spielern. Nee, wirklich nicht. Ja, da brauchst du dich nicht fragen, wenn du da gestunt wirst. Danach folgen zwei Hitte und du bist weg. Dann ja, was willst du machen? Geht ja nicht so. Okay. Ja, geht da noch nicht alleine rein. Was machst du? Okay, ich komme nach oben. Kurz. Yeah. Den da wegklatschen. Los. Naja. Einer ist weg. Endlich. Und ich muss healen, sonst bin ich auch weg. Das bin ich. Okay. So. Das sind die Gegner. Ja, komm da. Der Lubu. Der macht natürlich schon ordentlichen Schaden. Was ist das eigentlich, ein Krieger, der Lubu? Ich denke mal schon, das ist kein Krieger. Tank. Ja. Also Warrior ist es ja der in diesem Spiel. Ja. Genau. So, ich gehe mal nach oben. Weil da ist im Moment keiner. Da kommen die Minions. Wir haben keinen Turm mehr. Farmen die Minions. Ja. Okay, ich muss da mal ein bisschen Special Attacks brauchen für die Minions. Weil wir haben keinen Turm mehr da. Nicht, dass die unsere Base noch angreifen. So. Da sind sie schon. In der Mitte. Komm gleich. Hier oben. Mach schneller. Wo oben oder? In der Mitte? In der Mitte oben. In der Mitte oben. Okay. Okay, der eine hat beide. Konnte beide killen. Ist super. Von uns? Ja. Okay, unten kommt einer rein. Oder in die Nähe. Ich brauche noch 100 Gold. Okay, ich gehe mal eben kurz zurück und ein bisschen was healen. Ich habe zwar noch voll Mana, aber die Life könnten ein bisschen. Nee, wenn du keine vollen Life hast, dann würde ich gar nicht erstmal rausgehen. Jo, deswegen bin ich jetzt auch kurz zurückgegangen und jetzt. Okay, jetzt ist einer von uns noch gestorben. Ach, Alter. Ja, der stirbt jetzt noch gleich. Double Tap, war das die gegnerische? Ja, oder? Das waren die Gegner. Hm. Naja, so, komm, gut. 50. Yes. Endlich mein erstes Attack-Item. Okay, hier oben sind die Minions unsere Base am Angreifen und ich glaube, das wird langsam ziemlich eng. Das wird ein Ding der Unmöglichkeit, würde ich mal sagen. Nee, das ist schon machbar. Wir müssen einfach in der Base warten, bis die uns angreifen und dann alle im Team sozusagen nicht sterben. Nee, nicht sterben, nicht alleine auf einen Gegner raufpreschen, sondern wirklich warten. So, jetzt zum Beispiel, tschüss. Habe ich meinen ersten Kill. Deinen ersten Kill? Meinen ersten Kill. Dafür habe ich aber 11 Assists. Okay, ja, ich habe nur 2 Assists und bin schon 6-mal gestorben, Alter. Nee, okay, jetzt haben sie noch den Drachen gelegt, das ist gar nicht schön. Naja, jetzt gibt's. Muss ich da mal gucken. Wo seid ihr? Mitte? 180 brauche ich für den okay. Da. Gut. Ich gehe mal. Kommt wieder zurück oder besser gesagt, komm du zurück. Wo in die Mitte? Zur Base. Zur Base. Okay. Ja, ich denke mal, jetzt kriegen wir da gleich Besuch in der Mitte. Oder oben. Oder oben oder beides. Du bist weg? Nö, ich bin noch da. Ich bin ja Tank. Okay, ich helfe dir kurz. Ja, hilf. Finde ich super. Wird das was? Nee. Der ist zu schnell, Alter. Nee, ich bin schneller. Bist du schneller? Hast du den? Okay, ich fahre da mal ein bisschen die Minions. Jawohl, war das. Nee, das bist nicht du. Okay. Ach, komm jetzt, ey. Warum gibt es einige Player, die wirklich so verdammt schnell sind? Das ist doch nicht normal. Ich komme helfen. Okay, das würde nichts. Ja. Hast du ihn? Ja. Komm, schnell zu Base. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie hatte ich den und jetzt bin ich weg. So, jetzt bin ich weg und unsere Base ist, solle auch gleich jeden Moment weg sein. Komm, bewegt ihn mal schneller. 3 und. Ja, nee, super. Das können wir vergessen. Ja. 1000 Minions. Aber naja. Nee. War es nicht? Okay, wir leben noch.
Ja, wir haben auch einen aus dem Gegnerteam gekillt. Nicht erwartet. Nee, komm. Aufgeben gibt's nicht. Das Spiel machen wir immer zu Ende. Wirklich, also entweder man gewinnt oder man verliert. Aber aufgeben, nee, komm. Das Spiel machen wir auf jeden Fall zu Ende. Soll es ja auch geben, man kann nicht immer gewinnen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Und naja, aber ich muss sagen, die Vera, die ich da im Moment spiele, ich verstehe sie im Moment noch nicht so gut, aber macht eigentlich Spaß. Also ich werde sie bestimmt wieder mal mitnehmen. Weil sie ist auch auf Range und sie hat eigentlich ganz coole Attacks. Also der Charakter, den ich jetzt hier spiele, ist auch nicht schlecht. Ist zwar mehr auf Tank, aber sie macht schon Schaden, wenn man ihr ein bisschen Items geben würde. Okay, Midlane, oh, jetzt habe ich gerade wirklich die Hälfte meines Lebens in einem Hit verloren. Ihr seid auch viel zu weit vorne. Okay. Ich würde jetzt einfach in der Base warten, bis die Gegner kommen. Und der da ist auch wieder super. Guck mal, die Heroes sehen eigentlich ziemlich ähnlich aus. Die Vera und die Mina. Also von den Farben her ist das eigentlich genau das gleiche. Nice, Nummer 1. Hier mal so ein bisschen. Jetzt den da klatschen. Okay, komm, ich komme auch mal nach vorne. Oder nee? Noch kurz weg mit dir. So, jetzt. Nee, hau ab. So. Wo sind wir? Ich würde mal sagen, wir holen uns den nächsten Tower. Am besten. Irgendwie. Okay, also wir probieren es. Ja, aber da ist Ui. Da oben wird gefightet. Ja, super. Wo denn? Nee. Ja, hier oben. Okay. Komm, den hier nehmen. Den kleinen. Der macht mehr Schaden. Ja. Nee. Ja, ich habe es gemerkt, dass der mir Schaden macht. Ich bin nämlich tot. Zum 8. Mal. Ich bin noch nicht gestorben. Per Zufall. Das heißt, vielleicht noch 20 Leben. Dann gucken wir doch mal dem Elaran ein bisschen zu. Ich bin jetzt in der Base zurück. In der Base. Ich muss mal healen. Achso, guck mal, jetzt kann ich mir ein neues Buch kaufen. Das heißt Holy of Holies. Nice. Nicht schlecht. Ja, naja, nehmen wir mal mit. Mal gucken, was das kann. Wenn ich noch dazu komme, das mal auszuprobieren. Wenn jetzt nicht die Minions unsere Base weghitten. Kommen noch 5 Sekunden. Die Minions habe ich mich schon drum gekümmert. Jo, hab's gesehen. So, ich bin wieder drin. Wo gehen wir? In die Mitte? Okay. Also die sind ja wirklich schnell. Ist ja nicht mehr normal. So. Okay. Nummer 1 ist weg. Jawohl. Okay, der macht Schaden, wie Sau. Lass mich mal kurz ein bisschen hier. So, komm, Minions weg. Jawohl, ein bisschen aufräumen. Ein bisschen Luft. Achtung. Ja, ich bin tot, vergiss es. Ja. Nee, okay, dann mache ich mich mal die auf. Die ist super gefeedet. Die hat 14 Alter. Kills, Alter. 14. Alter, ja, die hat mich gerade wirklich gewone-hitted. Your game speed is... Do you want to reduce the resolution? Was hat das zu bedeuten? Willst du die Auflösung ein bisschen runtersetzen? Für ein flüssigeres Gameplay? So, ja, das könnte man sich mal überlegen, aber bis jetzt fällt mir eigentlich gar nichts Großartiges auf. Aber ich denke mal, wir sterben jetzt. Also wir verlieren. Ja, wird auch mal Zeit, ehrlich gesagt. Ja gut, der geht auch schon wieder alleine gegen die Beste des anderen Teams. Ey. Ich weiß nicht, was die Leute denken, echt? Okay, naja, soll es geben. Wir hatten gestern 2 wirklich schöne Runden, beide gesiegt und jetzt haben wir halt mal verloren. Jetzt nimmt es mich wunder, ob wir da trotzdem noch ein bisschen entlühnt werden mit EP und Gold oder gibt es das wirklich nur für die Gewinner? Okay, nee, man farmt also auch so ein bisschen Punkte, das ist doch schon mal schön. Okay. Ich habe 18 Assists, Alter. 18 Assists? Ja, 18. Das ist nicht schlecht. Wie viele Mal bist du gestorben? 6 Mal. Ich bin 8 Mal gestorben und habe 6 Kills. Also die Bananen haben eigentlich am meisten gemacht in diesem Spiel. Aber wie soll ich sagen? Sie ist auch Mage und macht auch dementsprechend auch Schaden. Ja. Ja, ist wirklich ein cooler Hero. Dieser, weiß nicht wie der heißt, Krixi oder wie war das? Irgendwie so, auf jeden Fall schon oft gesehen, dass die einiges aufräumt.
Naja, okay, das war eine nicht so gute Runde, aber naja, was soll's. Ja, kann's ja geben, ist immer so in diesen Spielen. Ab und zu hat man Glück und da hat man gute Teamgefährten und ab und zu hat man eben Pech und man hat starke Gegner, die miteinander zocken können und schlechte Mitspieler, die alleine gegen ein ganzes Team vorgehen. Und naja, ich würde sagen, wir werden natürlich gleich noch eins machen, oder? Ja. Naja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.